Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Bereits am frühen Morgen erwartete Stadtmajor Klaus Piepenbrink seine Ehrengäste auf dem Wasserübungsplatz der Pioniere. Von dort ging es in die umliegenden Wälder zum traditionellen Grünholen. Was ist denn das heute hier für ein Tag? Ja, heute ist das Grünholen für das Mindener Freischießen. Die Einheiten fahren in die umliegenden Wälder, besorgen Grün, um damit die Stadt zu schmücken. Aber um es klarzustellen, es wird nicht einfach Grün geplündert, sondern es erfolgt alles nach Absprache mit Förstern, die genau zuweisen, welches Holz geschlagen werden darf. Die Einheiten haben unterschiedliche Standquartiere in den Wäldern und die Delegation mit dem Stadtmajor bereist diese Standquartiere, bereist die Einheiten und schaut mal, wie sie sich in den Waldquartieren entsprechend eingerichtet haben. Insider sagen, es ist eigentlich so der offizielle Eröffnungstag des Freischießens, obwohl die offizielle Eröffnung ja nun erst morgen Abend erfolgt. Aber Insider sagen auch, es ist der schönste Tag des Freischießens, weil es noch relativ ungezwungen zugeht. Vor allen Dingen, wenn das Wetter stimmt, so wie heute, ist es hier draußen im Wald wunderschön. Und morgen Abend fangen dann die Dienste an für die Einheiten, für die Kameraden, der Ernst des Lebens. Denn Freischießen ist nicht unbedingt immer nur Spaß, soll es auch sein. Aber Freischießen bedeutet auch Dienst- und Pflichterfüllung. Woher kommt denn das Grünholen historisch gesehen? Ja, historisch gesehen hängt es auch mit dem Freischießen zusammen. Seit 328 Jahren feiert man den Minden Freischießen. Und auch bei früheren Freischießen hat man dann die Stadt geschmückt, ist bereits vor die Stadttore Mindens gezogen, hat Grün, frisches Grün eingeholt, um damit die Stadt zu schmücken. Im Prinzip setzen wir das bis heute einfach nur fort. Was haben Sie denn für Erwartungen? Ja, also ich glaube, es ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird und hat hier in der Region einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das habe ich schon mitbekommen und insofern freue ich mich auf viele schöne Veranstaltungen. Was ist denn so die Rolle der Bundeswehr beim Mindener Freischießen? Ja, wir haben ja hier stationierte Kompanien, Patenschaften mit den jeweiligen Kompanien vom Mindener Bürgerbataillon. Das ist über das gesamte Jahr hin ein gutes Miteinander und deswegen fühlen wir uns hier auch stark mit eingebunden, um gemeinsam hier diese Veranstaltungen mit zu begehen. Was ist die Aufgabe der Bundeswehr? Es ist selbstverständlich, dass die Bundeswehr dabei ist. Die Stadt Minden hat eine offizielle Patenschaft zur Bundeswehr am Standort Minden und diese Patenschaft wird vom Mindener Bürgerbataillon mit Leben erfüllt. Jede Einheit der Bundeswehr hat eine Patenschaft zur Einheit des Bürgerbataillons und umgekehrt. Man trifft sich auch zwischen den Freischießen und selbstverständlich sind dann auch die Soldaten der Patenkompanien bei ihren Einheiten im Wald. Das gehört einfach zur Patenschaft. Nach einer Stärkung bei der Truppe ging es an Bord eines Amphibienfahrzeugs, das die Gruppe auf die andere Seite der Weser übersetzte. Das wievielte Freischießen ist das für Sie? Als Bürgermeister das dritte. Natürlich war ich vorher auch schon immer beim Freischießen dabei. Natürlich so intensiv wie als Bürgermeister, als normalen Mindener nicht. Aber das ist immer schon was ganz Besonderes für die Mindener und das ist ja auch ein Stück Identität für diese Stadt. Welche, sagen wir mal, Pflicht freuen Sie sich am meisten? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist das ganze Fest, was unheimlich Spaß macht. Es ist sehr intensiv und natürlich, wenn man als Bürgermeister dort auch eine ganze Menge Aufgaben hat, auch anstrengend. Aber am Ende ist es auch ein tolles Gefühl, dabei gewesen zu sein. Auf die Ehrengäste warteten kurzweilige Spiele, bei denen es vor allem galt, Geschicklichkeit zu beweisen. Auch wurden die freundschaftlichen Bande zwischen Bundeswehr und Bürgerbataillon weiter gefestigt. Der Humor kam ebenfalls nicht zu kurz. Das ist ein Märchen der Gebrüder Grimm, das Märchen von Rotkäppchen. Rotkäppchen in der Butchersprache. Oma sagt, Rotkäppchen, komm, du misst dich nach unserer Oma, die ist die Malache. Die muss dich was zu kottern haben, kapp dich den Korb, da ist dich Achille drin, Pellermänner und Flattermänner. Hier hast du dich die Pisalotten, mich bringst du Piamangis mit. Und für den Vatermann bringst du ein Epi mit. Wenn der von der Maloro kommt, muss er was zu pienen haben. Wenn du durch den Wald gehst, geh dich mit keinem Freier mit.
Nachher kriegst du dich in Schabli und das können wir nicht brauchen. Wir haben keine Profi mehr. Dankeschön. Viele Hände tragen zum Gelingen des Freischießens bei. Ja, wir binden seit 60 Jahren Girlanden. Die Sechskompanie war die erste, die das gemacht hat. Andere tun das bis heute nicht. Und das ist natürlich eine lange Tradition und darauf sind wir auch stolz. Aber wir tun das natürlich einmal für uns, für die Kompanie, fürs Bürgerbataillon, letztendlich auch für die Stadt Minden. Und wir tun das auch wirklich gerne. In der Mindener Innenstadt klang das Grünholen schließlich aus. Die erfolgreich geschlagenen Zweige schmücken in den nächsten Tagen die Stadt.